So, habe ich alles rausklamüsert. Also wir haben hier, wen haben wir? Ironhawk, genau. Ironhawk hat mir geschrieben und der Track ist mit Celal O und heißt Whiskey on the Rocks. Hold on. Der Track hat 48.000 Aufrufe. Bro. Bro. I'm sorry. Wir sind Newcomer Reactor hier. Das ist ein bisschen viel. Wann ist das? Der ist am 9.5. rausgekommen. Wann hast du mir denn geschrieben? Du hast mir geschrieben am 18. Am 17. Wir machen das mal anders. Was ist denn das hier für ein Kanal? Celal O. Sagen wir es mal so. Wenn ich hier mir die anderen Sachen ansehe, dann ist das ein ziemlich erfolgreicher Song, ja? Also im Vergleich zu den anderen hier. Ey, Alter. Ich kann das eigentlich nicht machen, Mann. Das sind eigentlich echt, zu viele Klicks, ey. Ich meine, was sendet das für eine Message, Bro? An die anderen. Ich habe gesagt, maximal 10.000 Views. Oh no, man, oh no. Ich habe jetzt schon angefangen, habe ich hier vielleicht einen anderen Song? Ich meine, wenn ich jetzt den von dir nehme, ja, der am allerwenigsten Views hat, dann ist das wahrscheinlich auch der schlechteste Song. Wir hören jetzt mal rein, ja? Ja, es sieht auf jeden Fall schon mal krass professionell aus, ne? Okay. Schön in der Mine, okay. Whiskey on the Rocks. Fahr durch deine Stadt, trink Whiskey on the Rocks. Fühlt sich an, als wär ich frei. Diamanten unter Dreck begraben, doch sie sind immer noch am Schein. Fahr durch deine Stadt, trink Whiskey on the Rocks. Fühlt sich an, als wär ich frei. Unter Dreck begraben, doch sie sind immer noch am Schein. Fahr durch deine Stadt, trink Whiskey on the Rocks. Fühlt sich an, als wär ich frei. Die Diamanten unter Dreck begraben, doch sie sind immer noch am Schein. Also auf jeden Fall schon mal gut gesungen. Ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden das ist, ja? Ob das jetzt Ironhawk oder Celal O ist, der hier singt. Auf jeden Fall gut gesungen. Zum Message kann ich noch nichts sagen. Es geht um Diamanten. Ja, ich weiß, genau weiß ich es noch nicht, ja. Und um Whiskey on the Rocks. Sag, was kostet diese Welt? Wie viel Geld. Leben ist sie wert? Ich stehe vor den Toren zu mir selbst. Viel zu lange waren die Wege mir versperrt, ey. Folge nur dem Horizont und trotz der Hochsee. Verloren so wie Robinson, ich weiß nicht, ob der Kurs stimmt. Finde mich nicht gerade auf einem eiligen Meer. Doch diese Wellen formten in mir einen eisigen Kern. Versteh. Robinson, also, okay, also er macht das Bild mit Robinson. Crusoe, sagt er, steht auf dem Meer. Eisiger Wind, okay. Ja, auf jeden Fall ein paar coole Bilder dabei. Weißt du, was ich meine? Ich rede von der Gegend, die so viele Diamanten erst erkennbar, wenn es Regen gibt. Feinde, fremde Stadt, trink Whiskey on the Rocks. Doch merke, dass ich der Vergangenheit niemals entkomm. Fahr durch deine Stadt, trink Whiskey on the Rocks. Fühlt sich an, als wär ich frei. Diamanten unter Dreck begraben, doch sie sind immer noch am Schein. Fahr durch deine Stadt, trink Whiskey on the Rocks. Fühlt sich an, als wär ich frei. Diamanten unter Dreck begraben, doch sie sind immer noch am Schein. Fahr durch deine Stadt, trink Whiskey on the Rocks. Fühlt sich an, als wär ich frei. Die Diamanten unter Dreck begraben, doch sie sind immer noch am Schein. Ich finde es ganz interessant, er hat quasi die Hook jeweils dreimal hintereinander, aber in drei verschiedenen Versionen. Das heißt einmal gescrewt, ich weiß gar nicht gescrewt, mit einem Filter drüber, dann einmal normal gesungen und dann mit einer optionalen Melodie gesungen. Und dadurch bleibt es interessant. Das heißt, man hat wie drei Parts hintereinander, aber es ist derselbe Text. Ja, weiß ich gar nicht. Hat eventuell Ohrwurm-Charakter, kann ich jetzt noch nicht beurteilen an dieser Stelle. Seit Jahren nur mal Kampf für den Traum. Doch sag mir, wofür kämpfen, wenn's uns gut geht? Sind das Stress oder Probleme, die ich brauch?
weil nur durch Druck Diamanten entstehen. Ich hab meine. Okay, also wofür zu kämpfen, wenn es uns gut geht? Ja, kann man sicherlich so sehen, wenn es so ist, ja. Für den Traum. Doch sag mir, wofür kämpfen, wenn es uns gut geht? Sind das Stress oder Probleme, die ich brauch? Weil nur durch Druck Diamanten entstehen. Ah, okay, okay. Ja, das finde ich ein cooles Bild. Sind das Druck und Stress, die ich brauche, wenn nur dadurch durch den Druck Diamanten entstehen? Das finde ich ein echt cooles Bild. Geil. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Ja, man, klar, so, man geht seinen Weg, so, ist am Ackern und es bleiben nicht alle auf deinem Weg dabei, ja, das ist natürlich vollkommen klar. Ich habe alleine gegraben, deswegen gehört der Schatz mir, okay. Ja, klar, ey, ohne Scheiß, ne. Ich würde auch sagen, so, wenn ich reich wäre, ich würde keinen Cent abgeben, Alter. Ist alles meins. Teilweise krass gestört, so, weil ich denke, so, keine Kohle, so. Und wenn ich welche hätte, so, ich würde das behalten. Klar, so, ne? Also, ich verstehe, ich kann, ich fühle das. Ich fühle das auf jeden Fall schon, ne? Ja, an dieser Stelle, also es ist natürlich, ist schon geil, geiler Track auf jeden Fall, ich lasse auch ein Like da gerne, alles gut, Bro, aber vielleicht muss ich es auch nochmal klarer machen, dass ich an sich nur Reaktionen mache bis maximal 10.000 Views, ich werd es nochmal unter die Videos jetzt unter die kommenden Videos schreiben, maximal 10.000 Views, also das ist halt das Format, ja, sag ich mal. Solche Tracks, die gar keine Aufmerksamkeit bisher bekommen haben. Trotzdem, also ich kann das natürlich würdigen und man merkt natürlich, die Qualität entspricht auch irgendwo ein bisschen der Reichweite. Wir haben natürlich einen gut gemixten Track, gute Lyrics, gut gesungen. Ja, was soll ich sagen, ne? Ja, finde ich gut. Alles klar. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Hatte Tschüss.